Und er sagt hier, wenn Allah Ta'ala seinem Diener Gutes zukommen will, wenn er ihn mit etwas begünstigen will. Und das ist deswegen, weil das Unheil zumindest ein Muslim dazu führt, dass er sich Allah Ta'ala zuwidmet, zu ihm flüchtet und zu ihm rennt, zu ihm zurückkehrt. Und diese Rückkehr zu Allah Ta'ala, dass man sich mit seinem inbrünstig, mit Herz und Seele Allah Ta'ala zuwidmet, ihn anfleht, zu ihm zurückkehrt, das ist für den Muslim viel vorteilhafter, als dass das Unheil, das ihn getroffen hat, verschwindet. Dieser Umstand, dass er zu Allah Ta'ala flüchtet, sich mit seinem Herzen an ihn hängt, das alleine ist eine große Gunst und Gnade, die durch dieses Unheil entstanden ist. Deswegen, es kommt nicht darauf an, dass das Unheil durch deine Bittgebete und deine Ibadat und deine Zuwidmung verschwindet. Es kann passieren, es kann nicht passieren. Aber der größte Sinn der Ibadah ist, der größte Sinn der Al-Ibadah selbst ist, diese Anerkenntnis oder die Kenntnisnahme Allah Ta'alas Überlegenheit, seiner Glorie. Und deswegen, wenn du ein herrliches Kunstwerk siehst, wenn du ein herrliches, wunderschönes Kunstwerk siehst, was dich in seinen Bann reißt, du fühlst dich dann, du hast das Gefühl, dass du dem Urheber dieses Kunstwerkes irgendwie deinen Dank äußern möchtest. Und du fühlst, du fühlst die Glorie und die Gewaltigkeit des Werkes und eben dadurch auch die Gewaltigkeit des Urhebers. Du möchtest ihn, du fühlst dich irgendwie schuldig, ihm dies auszudrücken. Wie ist es dann, wenn du selbst ein Teil dieses Kunstwerkes bist? Du bist selbst ein Teil dieses Kunstwerkes, du schuldest ihm deine körperlichen Gaben, deine geistlichen Gaben, deine Sinne, die du hast, deine Stärke und Kräfte, die du hast. Das ist ein Teil und Sinn der Ibadah, dass du zum Ausdruck bringst, dass du deine Unterlegenheit zum Ausdruck bringst, dass du deine Bewunderung zum Ausdruck bringst. Ja, und das ist, deswegen sagt er hier, dass das besser ist, dass es gut ist. Der Muslim wird dadurch begünstigt. Weil das ist eines der spirituellen Weisheiten, dass man zu Allah Ta'ala zurückkehrt.